Okay, so before I hand over to Sangajata, Bevor maybe ich if I'm zu just going to, Kupa und Sangajata I just want to bring your übergebe, attention to the German möchte ich speakers in Aufmerksamkeit the auf room with us die today, that you have the Möglichkeit option to select der the deutschen German. Übersetzung You can do that by hinweisen. clicking on the Kann dies interpretation machen, button indem ihr einfach unten of auf your den toolbar. Übersetzungsknopf drückt. If you have any difficulty with that, just give me a message in the Wenn chat and ihr, wenn I'll es do my irgendwie best Probleme to gibt, help. damit bitte schickt mir eine E-Mail, But yeah, so im that's the Chat option for you there, and we've eine got Nachricht. Tina and Jana Chandra who are going to be Und translating for that Tina und person. Jana Chandra werden heute das übersetzen. So, Okay. without further ado, I'm going Ohne to. weiteres Reden. Don't be alarmed, Sangajata and Akiba, when you suddenly become large. Und Akupa, bitte You should erschreck start nicht, wenn du looking jetzt at the ganz gleich, ganz diagrams. plötzlich groß wirst. Yes, the floor is yours. So, die Bühne gehört dir. Okay. Oh, well, hello and welcome everyone. Oh, schön, herzlich What we willkommen alle see, I'm zusammen. sitting by a pile of cushions. Ihr So this is seht by way of wahrscheinlich an das toaster in a way, a trailer for the Fuji da coming up after ein Haufen a Kissen hinter mir short ist. talk. So we'll be doing that here from the Cambridge Buddhist Wir Center. machen das, diesen Talk hier beobachten oder Nevertheless, verfolgen wir I'd like von to give them the honor Cambridge of introducing you, Zentrum. Akupa, and I'll sort of read the blurb first and then say a little bit. Tut mir leid, So das verstehe ich gerade nicht. Akupa is going to talk about the 21st century Bodhisattva. What Akupa does it spricht über mean den to Bodhisattva be des 21. amidst Jahrhunderts. Was climate bedeutet breakdown, das, perfect mitten im karma klimatischen for the sake of Zusammenbruch, all beings, was purposely heißt es, breathing den within Dharma zu our practice praktizieren, with the world around wenn us? alles zusammenbricht? And that's a really good question. We've just had a climate cafe where that's really been key to what we've been talking about. So it'll be lovely that this is going on. Akupa will be looking at eight precious gifts that the Dharma has to offer. A path of Kupa wholehearted guckt expression, nach, which is also a wholehearted act, schaut nach den giving in to a acht troubled world. kostbaren So Geschenken, Akupa die will der live Dharma to uns gibt. 2000 and has been part of the Kupa team at the new wurde cafe since 2000 2010. ordiniert. He's had a long interest in Buddhism and the natural world and Er hat contributed a module to Interesse Trimatha's Dharma Training Course for natürliche Buddhists. Welt, And in die that Natur, module an calls for the den 21st Trainingskurs century Bodhisattva. And von actually, Dharma I was lucky enough Trainingskurs to do that und with some nichiren earlier on in the year. And it really did have a profound effect. It brought up a lot in us all in terms of how we could work on our friendliness, our compassion, but also our tut mir leid, individual ich verstehe mission das akustisch nicht, was sie sagt. in the world. I particularly remember, and this is like a little trailer, because, another little trailer, because I'm trying to get you all. It'd be great if you could all go off and do this module. I remember the six calls of actions that you distilled from one of Sangharakshita's Ich talks. erinnere mich an die sechs Yes, so there starting Arten my der path des, to Aktion, also aktiv zu Buddhism. werden. Akupa's also written two Akupa books hat auch zwei Bücher last year. geschrieben, He's written die ich hier habe. Touching the Earth. Das eine ist Die Erde And I berühren. think that was your first one. Das war das erste. And Saving the Earth. Und die So Welt, these die Erde are retten. with Windhorst Publications, probably as the bookshop Sind here is Tokyo. Windhaus-Veröffentlichungen. They're both very inspiring, Das sind sehr helpful, inspirierend, lots of things sehr, in sehr there that you hilfreich, can sehr replicate. praktisch, mit praktischen Tipps. So it's going to be great having you here and thank you very much Es for ist coming to fantastisch, dass du Hamburg hier bist today. und Over to you. so, Okay, over to you. thank you for that introduction, Sangajata. Vielen Dank für die You Einführung. reminded me that I said I'd talk about eight things, and actually Du I'm hast not going to mich give quite that talk. nochmal an diesen einen, den, But das, den it's Talk damals erinnert. on the theme of Und 21st da century heute werde Bodhisattva, ich which wirklich über das Thema Shankara des Garg suggested. Bodhisattva des And 21. I think Jahrhunderts that's really sprechen, important. das Shantikarva mir vorschlug als Thema. And as you said, it's
Und so wie er sagte, es ist basiert auf einem der Module aus dem Dharma-Training-Kurs für Mitras. So einige von euch kennen das vielleicht. Der Hauptpunkt, die Essenz dieses Moduls ist, unsere innere Praxis mit der gefühlten Fürsorge für die Welt zu verbinden. So, als ich zuerst gefragt wurde, dieses Modul zu schreiben, sobald mir das kam, kam mir sofort dieser Titel, 21. Jahrhundert Bodhisattva, weil diese beiden Aspekte so schön verbindet. So, was ist ein Bodhisattva? Die Essenz eines Bodhisattva ist die Qualität von Mitgefühl, das entsteht aus Weisheit. Ein Bodhisattva ist nicht nur eine heroische, gesäuberte Person, also die Freundlichkeit kommt aus einer in tiefem Herzen gefühlte Erfahrung von Emptiness, Shunyata, von Leerheit. Und was bedeutet das? Was meinen wir damit? Shunyata in unserer Erfahrung ist die Erfahrung nicht von uns selber, nicht als fixiert und getrennt. So, wie machen wir das? Ist diese Idee von Shunyata, von Leerheit, die wir bestimmt alle kennen, ist das irgendwie so eine buddhistische Idee und so viel akademische Diskussion über Leerheit? Es gibt so viele subtile Konzepte über Emptiness, über Leerheit. So, manchmal überlassen die Leute das eben den Gelehrten oder den Akademikern. Aber Shunyata, Leerheit, wenn das wirklich etwas ist, was es bedeutet, ein Bodhisattva zu sein, ein Gefühl für Leerheit, ist das wirkliche, wichtige Punkt, wo sich etwas verändern kann, der wirkliche Veränderungspunkt. Das ist dieser Punkt, wo wir wirklich etwas verändern können in der Welt. Das ist das, was wir wirklich wollen. So, ich bin ziemlich interessiert in diesem Punkt auch von Veränderung. Und da möchte ich gerne mehr darüber sprechen. Dieser Idee, dass einige Geistesverfassungen, die positive Veränderungen in der Welt hervorrufen. Und es gibt andere Verfassungen, die das nicht tun. Und alles, was wir eigentlich tun müssen, diesen Punkt zu finden in unserem Herzgeist, der Veränderung hervorbringen kann. Dieser süße Punkt. Wenn wir uns den Zustand der Welt angucken, also was ich sehe, wenn ich mir die Menschen angucke, wie sie reagieren, es gibt viel überwältigt sein, mehr und mehr zunehmend, glaube ich. Und gleichzeitig auf der anderen Seite, da gibt es so Apathie, also Teilnahmslosigkeit, immer noch. Und vielleicht spüren wir das in den Menschen um uns herum, vielleicht auch in uns selbst. Vielleicht fühlen wir uns manchmal überwältigt und manchmal. Ein bisschen taub.
Where do these come from? So woher kommen die? Wo kommen die her? Well, I think they have their roots sie haben ihre Wurzeln in the very idea in der Vorstellung, dass wir getrennt sind, weil wir uns als getrennt denken, erleben, betrachten, haben wir dieses ganze Konstrukt, mit dem wir die Dinge, uns den Dingen zuwenden, von ich und die Welt. Wenn wir über diese Frage nachdenken, wie verändere ich die Welt? Das ist eine sehr noble, sehr edle Frage. Und trotzdem, genau in dieser Frage ist die Wurzel des Problems. Wie verändere ich die Welt? Weil in dieser Frage ist das Gefühl von ich und getrennt sein von der Welt, ist da mit drin. Ist da die Wurzel drin? So, wenn wir Sachen wirklich, wenn wir etwas quasi aufnehmen oder anpacken und mit dieser Idee, dass ich das mache, mit dieser Idee, dass ich die Welt verändern will, es besteht die Gefahr, dass es so in zwei Richtungen sich dann entwickelt. Entweder es kann zum einen in Erschöpfung und emotionalen Burnout oder es kann dahin führen, in so eine grandiose Ich-bin-Retterin oder Ich-bin-die-Retterin-der-Welt-Komplex, diese Idee, dass bin ja die Heldin, der Held. So. Und oft, was dann oft auch passiert, dass wir vielleicht zwischen diesen beiden hin und her schwanken. Wir versuchen es aus unseren eigenen Kräften zu schaffen, aus unseren eigenen Ressourcen. Aber ich bin so klein und die Welt ist so groß und das ist erschöpfend. So, this idea of realizing emptiness, realizing shunyata. Also diese Idee, Leerheit zu verwirklichen, ist dieser süße Punkt, den wir suchen. Zwischen Überwältigung zwischen überwältigt sein und zwischen Apathie, zwischen Teilnahmslosigkeit auf der anderen Seite, da in der Mitte diesen süßen Punkt zu finden. Vielleicht geht es genau darum, wo die Kraft liegt oder wo das ist vielleicht dieser Punkt mit der größtmöglichen Wirkung. Ich kann das jetzt hier so leicht sagen. Es ist vielleicht, weil wir können das, ich kann das hier nicht, ich kann das nicht beweisen. Aber es ist mein Gefühl, dass es so ist. Aber es ist schwierig, das so wirklich zu beweisen, weil das etwas ist, das ist nicht messbar, es ist nicht quantifizierbar. Wie können wir die Menge an Veränderungen, wie kann ich die messen? Das kann ich nicht. Die Welt verändern. Also, wenn wir ein Gefühl dafür, wenn wir anfangen, ein Gefühl für Shunyata zu bekommen, zu entwickeln, das heißt nicht, dass wir irgendwelche Superkräfte erwerben. Das heißt auch nicht, dass die Welt plötzlich perfekt gemacht werden könnte. Das ist
Also was wir wirklich, was uns klar sein muss, ist, dass die Welt nie wirklich perfekt gemacht werden kann, soweit unsere Welt Samsara ist. Wie bewegen wir uns? Wie kommen wir, wie bewegen wir uns in Richtung Shunyata? Heißt das, dass wir also diese komplexen Lehren studieren müssen, von Nagarjuna und so weiter? Müssen wir diese Art von wissenschaftlicher oder akademischem Wissen erwerben? So diese ganzen subtilen Aspekte von Shunyata. Also ich würde sagen, wenn du sowas gerne machst, ja, tu es, wenn es hilft. Aber ein Verständnis, wirkliches Verständnis von Shunyata ist nicht nur über den Intellekt zu gewinnen, sondern in der eigenen Erfahrung, in der Praxis, in etwas, was wir tun, in unserem Handeln. Auch ist es etwas, was voranschreitet oder was ein Prozess ist. Shunyata kann ein Prozess sein. Es kommt nicht so in einem großen Blitz oder so, und dann ist es da. Es ist etwas, was wir lernen können, was wir durch unser Tun und Handeln lernen können, als auch über unseren Geist, über unsere Erkenntnis. Was ist Leerheit in Aktion, im Handeln? Was ist das, was wir tun können? Es gibt so ein paar ganz, ganz basisch, ganz grundlegende, ganz einfache Dinge, die wir machen können, um die Perspektive von Shunyata zu entwickeln. Auch wenn das nur teilweise ist oder auch nur provisorisch. Zum Beispiel. Dass wir uns in die Richtung bewegen, dass jeder ein Produkt von Bedingungen ist. Jede einzelne individuelle Person ist ein Produkt, ist zusammengesetzt aus Bedingungen. Jede Person ist ein Produkt. Sie sind nicht fixiert. Wenn wir denken, dass Menschen fixiert sind, fest sind, dann beurteilen wir sie. Entweder gut oder schlecht. Aber diese Perspektive dabei zu haben, ja, dass jede einzelne Person ein Produkt von Bedingungen ist. Jeder, den du in dein Gewahrsein bringst. Und wenn du das reflektierst im Geist, was sie sind durch Bedingungen, das könnte so eine einfache Praxis sein. Eine andere Reflexion ist, dass ich so ein Produkt von Bedingungen bin. Und auch hier, das kann so ein Gefühl von Selbstbeurteilung kann das auch entspannen. Es kann uns auch entspannen und uns helfen, nicht mehr zu viel von uns zu erwarten. Und es kann uns davor schützen, vor dieser Selbstanklage. Und es hilft uns, schützt uns auch davor, in den egoistischen Stolz zu gehen. Die dritte Reflexion: Die Welt ist ein Produkt von Bedingungen. So the way things are at the moment in
wie die Dinge sich im Moment zeigen in der Welt, sowie mit dem ganzen Klima, mit der Klimakrise, ist eine Folge von Bedingungen. Nicht mehr, nicht weniger, nicht weniger, nicht mehr. Es ist tatsächlich wirklich das Produkt von Bedingungen. Manchmal möchten wir, dass die Welt anders ist, als sie ist. Ich möchte in einer Welt leben, die anders ist. Ich möchte in einer friedlichen Welt leben, in einer Welt, die in Harmonie mit der Natur ist. Aber das ist nicht die Welt, wie sie ist. Und das ist nicht deswegen, weil Gott uns hasst. Es ist einfach aufgrund dessen, dass es ganz viele physikalische Bedingungen, mentale Bedingungen, ethische Bedingungen. Vierte Reflexion. So, glaube ich wirklich, dass ich in der Lage bin, mich oder etwas zu verändern? Also wirklich zu davon überzeugt sein, ich bin nicht fixiert, ich kann wachsen, ich kann mich entwickeln. Bin ich wirklich davon überzeugt? Ganz, ganz einfache buddhistische Idee eigentlich. Aber glauben wir das wirklich, dass wir das können, dass wir uns ändern, dass wir in unserer Umwelt etwas ändern, dass ich wachsen kann? Und was wirklich dann wichtig ist, der nächste Schritt, die nächste Shunyata-Reflexion, sind meine Geistesverfassung. Glaube ich, dass meine Geistesverfassung die Welt verändern können? Kann ich das wirklich glauben? Dass es einen Unterschied macht, in was für eine Verfassung ich bin? Und manchmal müssen wir zu diesen ganz, ganz grundlegenden buddhistischen Ideen zurückkommen und wirklich uns selbst fragen, glauben wir das wirklich? Und ich glaube nicht, es ist jetzt die Frage, dass ich, es ist jetzt nicht der Punkt, es geht jetzt nicht darum, dass ich jetzt hier sitze und das sozusagen hier anrege, sondern es geht darum, dass wir das tatsächlich reflektieren, dass wir die Welt verändern können, dass ich Teil von den Bedingungen bin, die Welt verändern können für die anderen. Ich bin Teil der Bedingungen für die anderen, für die Welt, für die zukünftigen Generationen. Was ich gerne jetzt machen würde, diese Perspektiven, diese Sichtweisen, die um zum Beispiel unsere Metawandern prägen können oder beeinflussen können. Um es wirklich jetzt ganz auf etwas ganz Konkretes und Praktisches runterzubrechen. Wir unterrichten die Metta Bhava als eine Meditation für Anfänger. Aber die Metta Bhavana ist auch gleichfalls eine Praxis für Fortgeschrittene. Metta Bhavana kann eine Erforschung von Emptiness, also von Leerheit, Shunyata sein. Nicht vom Kopf aus, sondern vom Herzen. Es ist eine Entdeckung von Shunyata, von Leerheit. Und in diesem Modul von dem Dharma-Training, das ist jetzt 21. Jahrhundert Bodhisattva, da schlage ich vor, dass jede Woche
eine andere Art von Metta-Bhavana zu praktizieren. Weil die Metta-Bhavana scheint mir die Wurzelpraxis des Bodhisattva des 21. Jahrhunderts zu sein. Oder eines 21. Jahrhunderts Bodhisattva im Training, in Ausbildung sozusagen. Wenn es eine Qualität gibt in dieser Welt, zu dieser Zeit, dann ist das radikale, gut, loving kindness, also liebende Güte. Ohne Kompromisse. Liebende Güte ohne Kompromisse. Und ich glaube, dass diese radikale, liebende Güte ohne Kompromisse, dass sie sehr kraftvoll ist. Sie hat eine Kraft aus in sich selbst. Und Metta, liebende Güte, ist ein Kanal für wirkliche Kommunikation, für authentische Kommunikation. Ist ein Kanal. Vielleicht kann man sogar sagen, dass wirkliche Kommunikation ist nicht möglich ohne wenigstens ein bisschen Metta. Metta öffnet Kanäle von Kommunikation, und das ist das, was wir in dieser Welt brauchen. The Bodhisattva Der Bodhisattva-Weg, der Weg des Bodhisattva, arises from entsteht aus Metta. this is interesting. Das ist interessant. A Bodhisattva doesn't act from fixed beliefs. Ein Bodhisattva handelt nicht aus fixierten, festen Vorstellungen. So it's said that Es wird gesagt, Bodhisattva comes dass from the ein Bodhisattva handelt aus keinerlei Ansichten heraus, also aus einem Ort, wo es keine Ansichten gibt. and that's really challenging. Das ist ziemlich herausfordernd. It's not a path of Es ist nicht ein Weg, holding an opinion or a position wo ich eine bestimmte Meinung and then habe finding oder eine out what bestimmte the path is for the Position, world. und ich suche nach einem Weg, das der Welt irgendwie zu überstülpen oder aufzudrängen. That's the standard model. Das ist das Standardmodell, was wir überall That's what erleben. we're used to. Das ist das, was wir That's the gewohnt sind. political model. Das ist das politische Modell. Form your position. Du bildest dir deine Meinung heraus und dann versuchst du, andere davon zu überzeugen Place und in the packst world. es irgendwie da in die Welt hinein. But the Bodhisattva Aber der does not. Bodhisattva, der macht das nicht. Not to say that they've got no perspective Das on heißt nicht, dass sie keine, na, Bodhisattva keine Perspektive hat, aber they will come sie from a pure, werden, sie kommen aus spontaneous von einer reinen, spontanen, liebenden Güte. first and foremost. Just want to, can we imagine that? Können wir uns das vorstellen? So in whatever response we might have to the climate In crisis. was auch immer für eine Reaktion oder eine Reaktion Can ich we auf die imagine just Klimakrise habe, arriving from kann pure ich mir vorstellen, presence, no von einer fixed ganz beliefs, reinen, liebenden Güte zu no kommen, Bodhisattva meine Impulse aus liebender Güte zu preference. bekommen, also nicht festhalten an Meinungen, kein Polarisieren. Zwischen Menschen, denen ich zustimme, und Leuten, denen ich nicht zustimme, also kein Schuld geben. Ganz rein, einfach nur das wirken lassen von reiner Metta.
That's quite a challenge. Und das ist eine ziemliche Herausforderung. So, what I'd like to do is just leave Was the ich room jetzt gerne machen würde, short würde gerne eine ganz kurze Metabarana anleiten oder dadurch leiten. not in the usual order. Nicht in der üblichen Reihenfolge, nicht die üblichen Phasen. Just a period where we sort of sit, Aber so eine Zeit jetzt, eine Phase, wo wir einfach nur sitzen mit dem mit der Übung von liebende Güte zu kultivieren. Und ich werde einfach so von Zeit zu Zeit so ein paar Reflexionen so hineingeben in den Raum hier. Vielleicht möchtest du dich gerne in eine meditative Haltung setzen. Wir fangen mit der ersten Phase an und vergegenwärtige dich dir selbst. Mit Freundlichkeit und mit Geduld. Zunächst einfach nur wertschätzen, dass du ein Individuum bist, ein individuelles Wesen in dieser Welt, die so durcheinander ist und so. Und dass das schmerzhaft ist. Schmerzhaft. Also gib dir dafür ganz viel liebende Güte. Dafür, dass du in so einem Ort lebst, in so einer Umgebung lebst. Schätze all diejenigen positiven Qualitäten, die du hast, welche das auch sein mögen. Die Tatsache, dass du hier bist, zeigt, dass du eine ganz tiefe Fürsorge hast für die Welt, für andere Wesen, für Menschen. Und liebe dich selbst dafür. Vielleicht können wir damit einfach nur einen Moment sein und sitzen.
jetzt. Somebody who is working Denk an to save jemand, der dafür etwas tut, der daran arbeitet, das Leid in der Welt zu verringern oder zu beenden. Und reflektiere irgendein Gefühl von Einheit oder von Verbundenheit, die du mit dieser Person hast. Das zeigt, dass es etwas gibt, was größer ist als eine fixe Idee von selbst, fixe Identität. Dann drittens, denke an jemanden, der auf der Seite eines Konfliktes steht, mit der du normalerweise nicht sympathisieren würdest, also jemand auf der anderen Seite. Und reflektiere, dass diese Person es besteht aus allen möglichen Bedingungen. Bei allen möglichen Einflüssen ausgeliefert. Und hat die Person so dahin gebracht, wie sie jetzt ist.
Und viertens jetzt Lesen und dann ja, Lesen, Denken auf der ganzen Welt. Dass die Welt, die wir alle erleben, eine Folge ist. All den Bedingungen, nicht mehr und nicht weniger. Reflektiere, dass dein Geist, deine Verfassung eine der Bedingungen ist, die diese Welt erschafft. Also eine Bedingung für diese Welt. Ich bin eine der Bedingungen für das Leben der anderen Menschen. Und zum Schluss, also, reflektiere, das Lebende bietet eine Kraft, die ist größer als du selbst. Metta zu kultivieren, bedeutet es, in etwas Größeres zu partizipieren, daran teilzunehmen. Zu haben. Wetter ist eine Kraft in anderen Menschen, im erwachten Wesen. Wenn wir Metta erleben, erfahren, wir erfahren und erleben etwas, was viel größer ist als wir, als wir.
Okay. suppose those are just sort of reflections, Das so sind sort of einfach dropout nur into. so ein paar Reflexionen gewesen, so die ich jetzt so wie reingetröpfelt habe in die Metta-Bhavana-Praxis. Yeah, I'm just going to read a bit. Ich werde jetzt ein Gedicht vorlesen. Und ich habe es erst heute Morgen gefunden, das Gedicht. Das ist von einem amerikanischen Lyriker, den Namen Gerard Anderson. Der ist im Moment mein Lieblingsdichter. Talking about this Und er spricht über dieses Gefühl von Machtlosigkeit, was wir offensichtlich oft fehlen. Liest jetzt das Gedicht, The ich kann es jetzt leider truth nicht vorlesen, übersetzen. from lunar orbitals to electron orbitals. We can always find the scale on which all Es stimmt, dass es von Mondorbits bis zu Elektronenorbits immer eine Größenordnung gibt, auf der wir machtlos sind. Das Universum ist eingebettet in Geschichten, großen wie kleinen, die wie Hafenarbeiter, wie Tänzerinnen herumwirbeln. Wir steuern nicht die Planeten, aber wenn es um unser eigenes Umfeld geht, besteht kein Zweifel daran, dass wir Titanen und Titaninnen sind. Es stimmt, dass es von Mondorbits bis zu Elektronenorbits immer eine Größenordnung gibt, auf der wir machtlos sind. Wir finden auch eine Größenordnung, in der wir Macht haben. Das Universum ist eingebettet in Geschichten, großen wie kleinen, die wie Uhrwerke, wie Tänzerinnen herumwirbeln. Wir steuern nicht die Planeten, aber wenn es um unser eigenes Umfeld geht, besteht kein Zweifel daran, dass wir Titanen und Titaninnen sind. Mich, dieses in meinen eigenen Kontext zu Hause anzukommen. Die Praxis von Metta-Bhavana bringt uns zu dieser Weite. So, yeah, I said that the point of the module, twenty-first century boat is not So, ich sagte, dass der is wichtigste to Das connect Wichtigste in diesem that inner Modul, practice in diesem Dharma-Training-Modul, beings it's to find ist, diesen Punkt zu finden, den Punkt von Macht zu is finden, to come home to the scale also diesen Punkt zu finden, which we are wo wir ein a Titan titan in a sind, good way. auf eine gute Weise. Sind also ein machtvolles, kraftvolles Wesen sind. So I think a way of doing that is to Und um das practice zu tun, ist zum Beispiel Puja zu praktizieren. It means that every time that we begin to feel overwhelmed, Und immer wenn wir uns überwältigt fühlen, what we need to do was wir is to turn that towards our tun müssen, practice. ist, dass dieses Gefühl zu unserer Praxis zu Is to bringen, deepen our resolve unseren more and Entschluss more zu strongly vertiefen, to move to that place of wisdom.
damit wir mehr drankommen, also unsere Absicht zu stärken, ja, zu diesem So I Punkt think von Weisheit Puja is a way of und doing that. Mitgefühl zu kommen. Und Puja ist You know, ein Weg dazu. sometimes I think when we feel powerless, Manchmal denke ich, wenn wir uns machtlos fühlen, all we can do, alles, was wir machen is können, offer up our feeling for the situation genau das, to the Buddhas and das den Buddhas zu übergeben, denen das zu opfern. Not because they're separate and that they'll sort everything Nicht, out for weil us. die uns dann irgendwie, die das für uns in Ordnung bringen oder so, darum geht es nicht, aber weil sie Veränderungen in uns selbst repräsentieren. So in a little while Sangha Jata will be leading. Und in einer gleich wird Sangha Jata wird gleich später im Anschluss an die Veranstaltung eine Puja anleiten. Vielleicht zwischen jetzt und dann hast du vielleicht so ein Gefühl dafür, alles dem Buddha darzubringen. Das alles dem Buddha zu übergeben. Also mit das zu widmen, dein Gefühl für die Welt, deine Liebe für die Welt, dem Buddha und den Bodhisattvas zu widmen. Nicht mich von Dingen abzutrennen, als eine Art und Weise des mich turning towards, also mich dem zuwenden, nicht diesen Punkt, sondern ich bin nicht getrennt, dass ich mich dem hinwende, dem zuwende. Also teilzunehmen an dieser Kraft von liebender Güte. Die Puja kann genau so ein Punkt sein, wo unsere Fürsorge für die Welt sich trifft oder sich zusammenkommt mit der inneren Praxis. So wir widmen also unsere Praxis zum Wohl aller Wesen. So vielleicht können wir das mit dieser Intention in die Puja gehen, unsere Praxis zu widmen für alle Wesen. Manchmal, wenn Buddhisten über die alle Wesen sprechen, dann sind die Wesen abstrakt. So when we say dedicate your practice, wenn wir sagen, wir widmen unsere Praxis Symbole aller Wesen, dann meine ich alle Wesen, die jetzt leben, alle Wesen im Ozean, die in den Städten, in den Cities leben, unsere Freunde, wir selbst, uns unbekannte Wesen, zukünftige Wesen, also wirkliche Wesen, nichts Abstraktes. So wir widmen unsere ganze Praxis denen an. So wenn wir das tun können, das ist der Weg des 21. Jahrhunderts Bodhisattva. Ich hoffe, das war jetzt hilfreich. Danke. An Tina. Akiva, that was really, really lovely. It's really nice actually. I have recently finished the year 4 module that you made or wrote. Danke, Akupa, für deinen Vortrag. Ich habe erst vor kurzem dieses Mitra-Modul gemacht, was du zusammengestellt hast zum 21. Jahrhundert Bodhisattva, und ich fand, dass das die anderen Dharma-Lehren wirklich gut in der alltäglichen Praxis verankert hat. Ich möchte am Ende noch ein paar Minuten
einfach nutzen, um euch um Spenden zu bitten. Bitte seid offen, entspannt euch und hört mir zu. Ich möchte einfach euch darauf aufmerksam machen, euch in euer Gewahrsein bringen, wie viel Glück wir haben, dass wir so eine Veranstaltung haben können. Da war so viel Reichtum heute in den verschiedenen Veranstaltungen heute. Und da war so viel Anregendes, Positives. Hier beim Buddhist Center Online, bei unserer Plattform, machen wir alles auf Dana-Basis. Alles, was wir anbieten können, ist abhängig vom Dana-Prinzip. Also, es gibt also, wir wissen, dass ganz viele schon gespendet haben, um diese Konferenz mit Spenden zu unterstützen. Aber ich möchte nochmal fragen, oder wenn du in der Lage seid, noch mehr zu geben, oder du dich irgendwie bewegt fühlst von etwas, was du heute gehört, erlebt hast, so ich setze hier noch einen Link in den Chat und da kannst du für diese Veranstaltung hier nochmal etwas spenden. Ich möchte einfach nochmal sagen, was wir hier mit versuchen, ist auch so Lehrer irgendwie zu unterstützen, dass die sowas machen können, so wie zum Beispiel Akupa, dass sie weiterhin solche Sachen machen können. Und wir würden, wenn du das jetzt hilfreich fandest, dann möchten wir das gerne irgendwie unterstützen, dass es weiter so möglich ist. So, das ist viel Arbeit vorher gewesen, viele Teamwork nötig gewesen, um das vorher auch technisch alles vorher zu aufbauen. Und Chatigaba auch war viel involviert im Vorfeld. Vielen Dank an alle Beteiligten. Und wir hoffen, dass ihr euch dass ihr Freude habt in der Puja und morgen auch noch bei der Puja.